In diesem Video hätte ich euch gerne den Test von LiquidVPN gezeigt. Das geht aber leider nicht und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Ich fange mal ganz von vorne an. Ich hatte bei LiquidVPN um einen kostenlosen Test-Account gebeten. Den habe ich leider nicht bekommen. Warum? Ja, ich habe 5 Tage so ein kostenloses Angebot bekommen von denen und die Zusage, dass sie mir, wenn das Angebot abgelaufen ist, den Account erweitern. Also habe ich die 5 Tage mal getestet und hatte da Probleme, weshalb ich den Support kontaktiert hatte. Was waren die Probleme? Naja, die zeige ich euch jetzt mal. Ich hatte sehr schwankende Geschwindigkeiten. Also das hier zur Erinnerung, das ist meine ursprüngliche Geschwindigkeit ohne VPN, 200 Mbit Leitung von Kabel Deutschland und die kommen auch voll an, wie man sieht, mit 12 Mbit Upload. Ja, dann habe ich ein paar Speedtests gemacht und zwar auch aus Servern von Deutschland heraus, zum Beispiel hier Frankfurt. Ich sitze in Berlin, das heißt, Entfernung ist nicht so hoch. Da kriege ich gerade mal 61 Mbit und das bestätigt auch der Telekom Speedtest, 61 Mbit. Dann habe ich einen holländischen Server genommen, da habe ich ungefähr 50 Mbit bekommen. Und noch schlimmer wurde es mit rumänischen Servern, da kriege ich auch ungefähr nur 5 Mbit, also keine 50, sondern 5. Und das liegt jetzt nicht an Rumänien, ich habe schon andere VPNs gehabt, sogar bei dem gleichen Anbieter, bei diesem M247, wo ich deutlich bessere Geschwindigkeiten gekriegt habe. Ne? Auch hier dann anderes Protokoll benutzt und 40 Mbit nur bekommen. Deshalb hatte ich dann ein Ticket aufgemacht und wurde gebeten, mal verschiedene Speedtests mit verschiedenen Protokollen zu machen. Das habe ich getan, alles mit rumänischen Servern, weil das die beste Vergleichbarkeit hatte, weil nicht alle Server alle Protokolle unterstützen, aber die verschiedenen rumänischen Server, mit denen konnte man alle Protokolle abdecken. Das war dem Support aber nicht gut genug, das ist nämlich zu weit weg und bla. Ich sollte also nochmal einen Test machen mit einem näheren Server, also habe ich den Frankfurter Server genommen und habe dann eben diese 60 Mbit bekommen. Auch das war dem Support wieder nicht gut genug. Mir wurde dann der niederländische Server empfohlen, denn der Frankfurter wird gleich abgebaut. Ja, was hatte ich mit dem niederländischen Server? Können wir hier mal aufmachen. Da hatte ich diese 51 Mbit ungefähr, also das war auch nicht so vielversprechend gewesen. Das fand ich schon ziemlich frech, dass ich da immer hin und her geschubst wurde, was ich jetzt machen soll. Und am Ende haben sie mir erzählt, naja, 200 Mbit so ungefähr, die kriegst du ja sowieso nicht mit einem VPN. Das kann ja gar nicht stimmen. Wo ich mich schon gefragt habe, warum ich denn die ganzen Tests machen sollte, wenn am Ende die Antwort ist, ich krieg eh keine 200 Mbit. Das fand ich schon echt unverschämt. Das stimmt auch nicht, denn mit anderen VPNern wieder kommt man ziemlich nah an die 200 Mbit ran. Ich nenne mal als Beispiel SecureVPN und AirVPN. Da komme ich ganz gut an die 200 ran und hatte auch denen das so geschickt mit einem Test. So, nach diesem Ticket habe ich dann gefragt, ob sie mir jetzt mal meinen Account erweitern würden und das haben sie nicht mehr getan. Ja, wahrscheinlich wegen dieses Tickets hatte ich denen wohl zu viel rumgemeckert wegen der Geschwindigkeit. Und deshalb kann ich im Grunde auch nur von LiquidVPN abraten. Er hat zwar hier viele Protokolle zur Auswahl, PPTP ist äußerst unsicher und man kriegt hier auch keine Warnung. Es wird auch nur ein Server unterstützt, also von daher da auch die Finger weg. Die Geschwindigkeiten schwanken viel zu arg bei dem Anbieter und der Support ist natürlich ein Witz, wenn ich nicht mal ja, als Pressevertreter mehr oder weniger da einen Account bekomme. Dann könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie ihr als normale Nutzer behandelt werdet. Also in diesem Sinne Finger weg von LiquidVPN und falls ihr doch mal drauf reingefallen seid oder einen Account bei denen hattet, würde mich natürlich interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen hattet. Hat bei euch die Geschwindigkeit auch so geschwankt? Schreibt es doch in die Kommentare.